So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob es funktioniert, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, geht alles super toll, okay. So, dann wollen wir mal loslegen. Was habe ich denn jetzt für heute geplant? Also, wenn ich ein paar Mal abhuste, Leute, seid mir nicht böse. Ich glaube, ich habe meinen aufgesagt oder so, keine Ahnung. So. Was war der Plan hier? Was war der Plan dort? Ich weiß es nicht genau. So, wir hatten hier gespeichert. Ich guck nochmal ganz kurz. Mach mal ganz kurz nochmal weg, so ich check. Und überleg mal ganz genau, was ich brauche jetzt. Ich war dabei, mir die Spitzhacke zusammen zu craften, aber andersrum muss ich mir das. Aber ich habe keine Tapes. Und dafür müssen wir ins Wracks. Wieso habe ich keine Tapes? Das sind Sachen, die verstehe ich hier null irgendwie, ne? Pass auf, bevor der Hai uns hier irgendwie gleich wild auflungert. Ach, ich hatte das Schwein geschlachtet. Richtig, genau. Und deswegen habe ich auch so viel Speere dabei. Viele Speere sind das aber nicht, ne? Na doch, ein paar. Lass mal gucken, dass wir einen Schiffswrack finden. Und dann gucken wir mal, dass wir hier gleich wieder Richtung Heimatbase kommen, damit wir uns auch einen Speerwerfer bauen können. Ich wollte dann noch ein bisschen ja, craften. Hä, wieso habe ich denn hier? Leute, was stimmt hier nicht? Wo sind die Wracks? Da ist eins. Einmal um die ganze Insel gelaufen, damit ich die Erkenntnis finden kann, dass hier ein Wrack ist. Und da auch, okay. Ja, lass mal dahin tauchen. Und da sind wieder diese scheiß Segel. Da müssen wir echt aufpassen hier. Seesterne, Segel. Da haben wir wieder eine Kiste. Lass uns die mal sofort mitnehmen. Geil. Wo ist das Messer da? Ich habe keinen Dings dabei, ne? Keine scheiß Seile. Dann muss ich mich beeilen jetzt. Ich wollte sowieso schnell zum Schiff hin. Das finde ich ja cool, da können wir unser Boot weiter bauen. Heißt aber wohl auch offensichtlich, dass wir hier auf dieser Insel noch gar nicht wirklich gewesen sind. Ah, guck mal, hier sind Seile, die brauche ich tatsächlich auch, aber ich brauche einmal leeren Platz. Einen freien Platz, meine ich. Leeren Platz ist natürlich auch nicht schlecht. Die Potatoes einmal reinschmeißen. So, hier schmeiße ich den mal kurz ab und bitte sag mir bitte, dass da mal was Anständiges drin ist hier. Ja, die Flasche ist natürlich ziemlich wichtig. Und es fängt wieder an zu schiffen. Ich habe die Seile vergessen. Ich hol Kopf. Oh mein Gott. Sowas nervt jetzt intensiv, ey. Ich hasse dieses Regenwetter hier in diesem Spiel. Weil dann aus unerklärlichen Gründen mein Spiel anfängt zu lecken. Oh, Alter. Es müsste einen Schnellslot dafür geben oder so. Irgendwas, wovon ich nicht gleich vom Hai gefressen werde. Was für ein Scheißwetter, sag es mir. Was für ein Scheißwetter, das sage ich dir. Ich mache gleich eine kleine Pause. Dann müssen wir uns die Scheiße hier nicht ansehen. Wie das Spiel denn hängt. Als hätte es sich verrenkt. Ah, ist nicht witzig, ne? Aber ich gebe mir ja mein Bestes, ne? So. Wenn wir dennoch die Reifen hier finden würden, oder hier nochmal ranmachen würden, dann könnten wir mal gucken, dass wir dann langsam das Boot abschließen. Aber wir warten jetzt hier ein bisschen, bis das Wetter aufhört. Und
Ja, so. Nochmal schnell checken, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss das immer kontrollieren. Wie oft habe ich schon Aufnahme gemacht? Und ja, die war nix, weil ich nämlich zum verkehrten Moment, zum Beispiel die allererste Folge von diesem Spiel hier, immer zum verkehrten Moment angemacht habe. So, ich musste ja mal zurück zur Heimatbase, weil wir einmal Durchfall gekriegt haben. Das hat nicht gereicht, was wir da gemacht haben. Und ich sowieso erstmal wieder zurück wollte, da wir jetzt endlich an unsere wunderschönen Base rumbauen können, eventuell so ein bisschen mal. Das wäre natürlich mega cool. Ich glaube, ich lege mal ein paar Waffen. Ich habe mir übrigens noch ein neues Regal gebaut. Mein Albtraum ist ja, dass wenn ich im Dunkeln so rumspringe, dass ich dann ja irgendwie... Die Speere... Na, eine Fischspeere behalte ich mal kurz hier. Ah, das Messer. Brauche ich das Messer? Ja, eigentlich brauche ich das Messer immer. Ne, komm. So. Da können wir ein bisschen rumbauen davor. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit mal machen. Mir die Zeit mal dafür nehmen einfach. Weil, hier noch nichts steht wirklich. Und möchte auch mal eine wunderschöne Base zu Hause haben tatsächlich, ne? Ich bin mal überlegen, hier vielleicht noch ein bisschen breiter zu machen. Einen weiter nach da und dann, ja, mal schauen. Mal gucken, was uns das Spiel so hergibt. Oh, guck mal, es weiß genau, was ich will. Merkwürdig, ne? So. Was war das denn? Was für ein Tag ist heute? Donnerstag, ne? Ja, Bäckerwagen, wa? Genau. Und dann... Jo, warum kann das... Hä, hallo? Hier geht es gar nicht weiter. Das ist aber echt bedauerlich. Hier wird es weitergehen. Klasse, gut. Dann bauen wir es zusammen. Ich habe noch jede Menge Holz mitgenommen. Und ich habe ja noch ein bisschen Holz auf dieser Insel tatsächlich. Fleisch haben wir auch noch genügend. Also wir werden erstmal nicht verhungern. Wir können Leder herstellen. Das Einzige, was wir brauchen, ist immer noch ein Tape. Ne? Das ist eine Sache, die haben wir noch nicht so schnell klären können. Habe ich ganz unten nochmal ein paar Dings reingebracht? Ein paar Woodsticks? Ne, hier habe ich noch welche. Ich habe ja gar nicht so viele, wie ich dachte. Na gut, wir können unsere Insel auch ein bisschen leer plündern. Das stört ja nun auch nicht ganz. Okay. Kriegen wir so ein bisschen was hin. Das macht ja auch nichts, wenn wir alle Bäume hier von unserer Insel mal weghacken oder so. Das ist ja auch nicht so schlimm. Weil, das ist unsere Base und das andere wird nachher alles nur zum Plündern da sein. Mal gucken, ich bin gespannt. Und ich freue mich, endlich mal wieder hier mal ein bisschen rumbasteln zu können. Dip, dip, dip. Ich denke immer jedes Mal, oh, es haut nicht hin. Weil es ist ja schön, wenn man so direkt im Wasser sich so eine kleine Hütte zulegt, finde ich irgendwie... Hat so ein bisschen so einen romantischen Charme. Okay, das war vielleicht jetzt nicht ganz so cool gesagt, aber hey, so denke ich eben halt nochmal. So. Es wäre natürlich wunderbar, wenn hier noch mal was gehen würde. Aber ich denke mir, hier wird das auch langsam zu tief für die Fundamente. Oh, schade. Ey, echt nicht? Geht das jetzt ernsthaft? Oh Mann. Ja, es ist zu tief für die Fundamente einfach, ne? Echt ärgerlich, so ein bisschen schade einfach. Da könnte ich noch ransetzen. Und dann wird es zu tief. Aber weißt du was? Dann fangen wir eben halt hier früher an. Mal drauf, dann setzen wir hier nochmal einen dran. Hier kann ich definitiv nichts mehr an die Seite setzen, ne? Ne, das ist schade einfach, ne? Das ist echt mega schade. Hätte er mir noch geben können eigentlich, ne? Eigentlich ja, ne? So, dann setzen wir hier ran und dann legen wir hier unten nochmal. Oh, dann legen wir hier mal ran. Warum machst du das jetzt nicht, Kollege? Eben gerade hattest du Lust gehabt und hast du jetzt gesagt, ne? Weißt du? Da schon wieder Lust. Für einen kurzen Augenblick hat er mal Lust. Und der sagt dann, nee, ich bin doch ein bisschen schüchtern, ne? Okay. Cool. So, ich kann mir schon vorstellen, wie es aussieht. Später mal. Irgendwann mal.
So. Ein kleines Hütchen, ich weiß nicht. Wir könnten ein bisschen größer bauen. Finde ich, ne? Das geht jetzt nur in die Richtung. Also ein Fundament können wir definitiv nochmal abschmeißen. Dafür wollen wir mal gucken, ob wir jetzt schon mal eine Tür bauen können oder so. Das wäre natürlich mega cool. Was ist das? Ah, ich habe nicht genügend Dingens dafür. Okay, hier könnten wir direkt... Ah, habe ich tatsächlich da. Lass doch mal gucken gehen einfach. Ich fühle mich schon so, als wäre das schön. Ist klar, dass ich mir jetzt hier kein Palast hinbauen werde. Warum eigentlich nicht? Aber dass ich nicht mehr solche Dings dabei habe, das enttäuscht mich ja nur wirklich intensiv, ne? Potatoes. Wir müssen gucken, dass das nicht vergammelt, das Fleisch. Hier haben wir nochmal so ein Ding und noch ein Speer dabei. Aber ein bisschen mehr sortieren könnte ich auch. Da guck mal, hier haben wir noch Pipi-Leder, können wir gleich nochmal gerben. Hier haben wir noch Fleisch am Start. Hier haben wir Stoff, jede Menge Stoff. Also eigentlich könnte ich mal woanders meinen Water Collector machen. Guck mal, wie viel Stoff ich habe einfach, ne? Den Schrott kann ich mal wegschmeißen. Guck mal, hier könnte ich nochmal was bauen mit. Und hier haben wir nochmal Leder und Speere ohne Ende. Also eigentlich wollte ich mich mal auch mal auf Haifang begeben. Mhm. Hatte ich ja mal gesagt, ne? Aber ich brauche immer noch Tapes für eine Speerschleuder. So, lass uns mal gucken, was das hier sagt alles. Gut. Oh, meine erste Tür, Leute. Meine erste... Moment. Ah! Nein! Wurde die jetzt hingelegt? Ist nicht dein scheiß Ernst. Wurde die scheiß Tür jetzt hingelegt? Willst du mich verarschen eigentlich? Ich hätte mir jetzt noch ein Fenster bauen können mit dem, was ich da hatte. Na. Moment. Hier. Können die ab? Kann man die wegmachen? Ja, das finde ich jetzt ein bisschen scheiße, ne? Hat man eine Möglichkeit, die irgendwie wegzudingsen, abzubauen wieder oder so? Kaputt zu reparieren? Warte mal. Lass mal hier mit einem Hammer draufschlagen. Ja, geht doch. Und dann wäre es cool, wenn ich die Latte natürlich wieder hätte. Moment. Hai am Start? Ich muss mal ganz kurz mir die Axt mal irgendwie neu machen. Wir brauchen einen Rock. Steine und Leder. Also, Steine ist ja nochmal Rock, ne? Das ist ein Dings. So flach also, ja. Die Frage ist, wo habe ich denn jetzt die Steine gelassen, bitte einmal? Ah, und ein Seil brauche ich auch noch. Da habe ich... Die brauche ich doch, ne? Warte mal, was sagt eigentlich... Oh, wir müssen was essen, Leute. Wir müssen was essen. Wo ist das mittlere Fleisch? Bevor ich immer was finde, bin ich verhungert. Na, da haben wir es doch. Die Potatoes, ich weiß nicht, kann man die so machen? Im Grill oder so? Ich weiß nicht. Oh, bitte. Ich kriege immer einen Albtraum, dass ich in so einen Seeigel reintrete dann. Das ist leer natürlich, was auch sonst. Ist das eine Palme? Ja. Nachfragen. Hey, bist du eine Palme? Habe ich denn eigentlich schon dafür gesorgt, dass ich wieder neues Trinken bekomme oder muss ich demnächst verdursten? Ja, das war's mit meiner Axt jetzt auch, ne? So. Ach, komm schon, hör auf.
Was brauche ich denn? Genau. Ich brauche den zweimal, okay, und dann eine Schlinge und einmal ein Holzdings. Das Problem mit einem Holzdings ist, wenn ich kein Holzdings da habe, kann ich keins machen. Also. Ich habe hier noch Werkzeuge. Da, nicht da. Wo denn? Da auch nicht. Doch, na klar, warte mal eben. Da. Ja, brauche ich. Na. Potatoes. Alles so super leer hier. Da. Na komm schon. Ja, ich weiß. Habe ich kein Holzding mehr da, oder was? Gar nichts mehr? Oh, was habe ich denn gemacht? Oh nein. Pass auf, dann müssen wir es mal anders planen. Hopp. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich das mit Messer zackstücken kann. Aber ich müsste doch eigentlich noch Woodsticks hier irgendwo finden können. Oder ist alles komplett runter? Das kann es ja auch nicht sein, ne? Das heißt, das Leben oder Sterben liegt jetzt an Woodsticks. Kann ich die Yucca komplett abholzen? Ne. Und ich denke mal, bevor ich hier so einen Ast zerknüppelt habe, vergehen wahrscheinlich 3 Jahre oder so, ne? Das, ne. Wenn ich das überhaupt schaffen sollte. Aber nicht mal Treibgut oder so. Ich habe das Gefühl, wenn man sich auf diese Insel hier breit macht, dann ist Chico, ne? Dann ist hier nicht mehr mit Nachwachsen und so, ne? Das ist die Insel, von der wir gerade gekommen sind, ne? Die leuchtet mich gerade so intensiv an, einfach. Ja, diese ganzen kleinen Äste kann ich nicht gebrauchen. Haben wir hier noch irgendwas drin? Das glaube ich nicht. Ich meine Forke. Yay! Ich glaub's nicht. Und hier haben wir auch noch Leder. Das ist ja unglaublich gut. So, ich weiß, müssen wir mal abschmeißen. Wir schmeißen. Achso. Upsi. Sehr gut. Das können wir einmal hier reinpacken, weil dann können wir hier schon mal wenigstens einmal anschmeißen. Smoker. Oh, cool. Und den esse ich. Und dass ich schon vergammelt ist. Nee. Weil das Gute daran ist ja, es ist geräuchert. Es wird schon wieder tags, wa? Cool. Nun komm. Genau. So, und jetzt brauche ich, um mir diese schöne Axt zu bauen, meine super tolle, brauche ich nur, wo ist denn? Einmal Leder, und das haben wir hier vorne. Klasse. Und tala, haben wir unsere wunderschöne Axt wieder. Womit bin ich denn so voll? Mit gar nichts eigentlich, ne? So, pass auf, das Leder können wir auch mal aufhängen und gerben. Wo habe ich denn mein Lederzeugs? Da. Okay, einmal Haut ergibt einmal Leder. Ja, okay. Wir bräuchten ein bisschen mehr Leder tatsächlich. Wow, scheint voll zu sein. So, dann nochmal eben. Mitnehmen und aber. Na komm. Stell es ab. Nein, nicht trinken. Da komm. Und super. Na komm. Jawohl, klasse. Die Dinger sammle ich mal ein. Damit ich die Feinde hier mal in der Nähe habe. So. Wo habe ich den Kopf von der anderen Palme, die ich hier gerade zerhackt habe? Oh, meine Nase kribbelt. Oh, lass mich doch einfach mit dir vorbei, bitte. Danke.
Was sagt meine... Ja, geht noch. So schnell sterbe ich hier nicht. Da. Aber hier habe ich auch noch so Dinge rumliegen. Also ich habe davon jede Menge, da passiert schon nichts. Also verdursten tun wir hier nicht. Ich glaube, ich habe die ganze Insel hier hingelegt. So. Jetzt aber... Holz hacken. Wir brauchen noch dreimal Fundamente, glaube ich, ne? Sollte ich machen eigentlich. Huch. Na komm, wo ist das andere? Das springt immer sonst drin, ne? Scheiße. Huch, da war nicht mehr. Oh, geht nicht. Na dann, Pech. Nur diese eine Palme darf überleben, weil das meine Schönheitspalme ist. Schönheitspalme. Mhm. Aber sonst geht's gut, ne? Ja, ein bisschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich all mein Tape verballert habe. Das ist ja unfassbar einfach. Pass auf, wir machen hier. Einmal noch, aber trotzdem schon mal was für die Base an sich weiter. Warte mal. Was hier schon mal ein bisschen gemütlicher aussieht irgendwie. Das reicht ja schon eine Wand dafür. Guck mal hier mit, das sieht doch geil aus. Schön naturmäßig und so. Na gut, willst du mich jetzt verarschen oder was? Junge. Wood Widow. Window Widow ist auch nicht schlecht. Geil. Absoluter Traum, oder? So will man leben eigentlich, ne? Also wenn wir hier fertig sind, dann wollen wir gar nicht mehr abgeholt werden von dieser Insel. Dann wollen wir eigentlich für immer hier bleiben. Ne? Hä, wieso baue ich nicht einfach weiter, Junge? Junge! Oh, da war ein Seestern, habt ihr gesehen? Oh, da müssen wir schön mal ein bisschen aufpassen. So, dann lass uns doch einfach mal hier nochmal so ein Fensterding hinbauen. Geilo! Voll super schön. Ach, das ist schön. Das freut mich richtig. Oh, ich habe mich ja erfolgreich im Bad verhaspelt. Können wir noch sowas bauen? Noch genügend Dinge am Start? Ja, geil. Aber wir müssen jetzt erstmal darauf achten, dass wir jetzt einen Fundamentding ins Normal bauen, damit wir überhaupt nicht vergessen, wo wir überhaupt hin müssen nachher im Endeffekt. Können wir gar nicht. Guck mal an. Wir könnten noch ein Fenster bauen. Können wir eine Wand bauen. Aus Tape können wir eine Tape-Dings-Wall bauen. Eine halbe Wand. Das ist natürlich voll doof, ne? Und hier könnten wir eine halbe davon bauen. Oh. Das ist natürlich total blöd. Warum soll ich eine Planwand bauen? Das ist ja kacke. Hier, was ist hier mit Türen so? Kriege ich da sowas auch noch? Oh, ich sollte mal langsam anfangen, mich wieder zu ernähren. Ja, willst du mich vielleicht kacken oder was? Ich dachte, ich hätte noch genügend davon da, ne? Oh, schon in der Hand. Ausgerüstet direkt. Mmh, ja, lecker. Mmh, ja, traumhaft schön. So, perfekt. Ausmachen. Wenn wir nicht brauchen, brauchen wir nicht. So. Schön was trinken. Ah, mit Durst könntest du ein bisschen, ne? Ah, leck mich doch. Was?
Oh, komm schon, hör auf, Mann. Yeah, nein. Okay. Nun leg hin. Yeah, danke schön. So, pass auf, wegschmeißen den Shit. Und Hammer mitnehmen. Was haben wir hier noch Feines in Kisten drin? Hier hat sich echt nichts verehrt, ne? So von wegen mal mit na, wie nennt sich das gleich? Tapes und so, ne? Rocks, ich habe Rocks hier drin. Ja, habe ich auch hingestellt, die Kiste mit den Rocks, das weiß ich auch noch. Das war alles korrekt. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir ein Fundament nochmal bauen. Zweimal oder dreimal? Dreimal, ne? Sehr nice. Guck mal, liegt auch noch mal. Nimm noch mal mit hier. Stick. Dann müsste ich auch voll sein, ne? Richtig? Ja, klasse. Dreimal Fundament krieg ich da mit hin. Das ist doch super geil. Na, da freue ich mich total. Ja, und da müssen wir gucken, dass wir wirklich dann alles tun nochmal, dass wir in diesen Speerwerfer kriegen, indem wir diese eine zu dieser Insel nochmal fahren, wo wir plündern wollten. Die hier vorne gleich, die Insel hier, die im Rücken meines Flusses ist. Die da. Da waren nämlich Wracks, die wir noch nicht uns angeschaut haben. Und das sollten wir vielleicht echt mal machen. Genäh. Sehr schön. Wunderbar, ich bin mehr als zufrieden, ne? Das muss man ja mal sagen dürfen. Sexy. Wenn der noch hinhaut, dann ist alles gewonnen. Nein, ne? Scheißen Dreck. Ja, es ist eben halt, da steckt man nicht drin in der Scheiße, ne? Das ist schon Mist. Und jetzt können wir die Treppe nach unten bauen. Das wäre natürlich auch eine super geile Option. Aber so als Badetreppe oder so machen wir nochmal einen Eingang. Oder direkt hier vorne einen Eingang mit Treppe und so ein Scheiß. Das wäre richtig geil. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ob man sowas vielleicht irgendwie bauen könnte. Würde ich total super cool finden. Hier. Schade, geht jetzt nicht. Ah. Ich muss break dir ganz einfach fucking Leiter. Warte mal. Dann hole ich nochmal ganz schnell Seil. Mal gucken. Das wäre geil. Das ist mir einfach wert, das jetzt rauszufinden. Wenn wir da kein Fundament hinstellen können, eine Treppe wäre geil. Dann einfach eine Tür nochmal dahin. Perfekt. Oh, guck mal hier, die vergammeln dann auch irgendwann, ne? Das ist natürlich schade, weil die keine Wasser abgekriegt haben. Aber es hat doch geregnet. Naja, vielleicht zu spät, ne? Ob wir uns vielleicht noch mehr von diesen... von diesen Dings hinstellen sollten? Von diesen... na, wie nennt sich das doch schnell? Water Collector, wenn wir dann irgendwann mal die Möglichkeit haben, uns eine Wasserkaraffe zu machen, dass wir dann daraus dann immer besser abfüllen können für Pflanzen und sowas. Weil wenn wir Pipi züchten, das wird einfach vergammeln, wird mich das schon so ein bisschen ärgern, ne? Ein ganz klein bisschen, aber tatsächlich. Es fängt an zu regnen. Denn sollte es ja auch was bringen. So, wollen wir mal zusammen gucken, ob das funktioniert mit den... mit der Treppe, wie ich das gedacht habe. Wäre geil, Alter. Wäre richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Warum eigentlich nicht? Was, die Wurz der... ach Gott, geht das echt jetzt? Nein, wie geil.
Oh, es ist geil. Yeah. Das ist ja wohl obergeil. Da freue ich mich total drüber, Mann. Richtig cool. Na dann, dann könnte ich doch hier erstmal nachher schöne Wand hinstellen. Also was habe ich denn noch alles am Start? Nix mehr, ne? Dann muss ich nur was abhacken. Ja, kein Problem, machen wir das doch einfach. Aber das mache ich mal, glaube ich, jetzt nach dem Sturm. Beziehungsweise dann schalte ich mit euch wieder rein. Ja, bis gleich, ne? Oder wir machen Schluss, weil das ist ja genügend für heute. Also bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde.